von Niklas Rittenbruch. Ein Verbleib von Jan Oblak bei Atletico Madrid steht auf der Kippe. An dem slowenischen Nationaltorhüter sind angeblich drei europäischen Top-Clubs PSG, Arsenal und Liverpool interessiert. Atletico soll sogar schon auf der Suche nach einem Nachfolger sein. Top-Kandidat für Nachfolge soll Evertons Nummer 1 Jordan Pickford sein. Oblak will keine Vorhersagen treffen. Oblak selbst konnte in einem Interview zuletzt nicht garantieren, dass er nächste Saison im Trikot der Madrilenen auflaufen werde. Über Verhandlungen mit anderen Clubs machte er keine Angaben. Oblak zur slowenischen Zeitung Ekipa 24, die einen schreiben, ich hätte meinen Vertrag quasi schon verlängert, andere schreiben, dass es keinen neuen Vertrag geben wird. Ich kann nur sagen, dass es aktuell nichts Neues gibt. Es ist schon schwer vorherzusagen, was morgen passiert, und noch schwerer zu sagen, was nächste Saison ist. Liverpool und Arsenal suchen neue Torhüter, vor allem beiden englischen Clubs sind dringend auf der Suche nach einem neuen Keeper. Liverpool-Schlussmänner Loris Karius und Simon Mignolet stehen immer wieder in der Kritik. Arsenal sucht derweil einen Nachfolger für Peter Cech, 35. Paris hat mit Kevin Trapp und Alphonse Areola ebenfalls zwei umstrittene Torhüter im Kader. Atletico würde Rekordsumme bekommen. Oblak hat bei Atletico einen laufenden Vertrag bis 2021, spielt der Madrider Club nicht mit, wäre eine festgeschriebene Ablöse von 100 Millionen Euro fällig. Für Atletico könnte es ein bitterer Sommer werden, trägt sich doch auch Antoine Griezmann mit Abschiedsgedanken. Oblak, der in den letzten Spielzeiten immer mit Top-Leistungen überzeugen konnte, gehört zu den besten Torhütern der Welt und sagte zu Atleticos Plänen, meinen aktuellen Vertrag habe ich vor 2,5 Jahren unterschrieben. Wir werden bald wissen, wie Atleticos Pläne aussehen. Transfercheck, Atletico stagniert und steht personell vor einem Umbruch, da käme Oblak eine Luftveränderung wohl recht. Atletico wird den Keeper allerdings nicht unter 50 Millionen Euro gehen lassen und bräuchte passenden Ersatz. Pickford muss seine internationale Klasse erst noch beweisen. Wechselwahrscheinlichkeit 30%. Video, Wechsel zu Real. Courtois will wieder nach Madrid.